Ich grüße euch und herzlich willkommen heute mit einer neuen News-Folge zu Warhammer 40k. Und wenn auch ihr im Up-to-Date bleiben wollt, dann lasst doch ihr gerne ein Abo auf diesem Kanal hier. Der Hamster hat heute Morgen ein Video rausgehauen. Total War Warhammer 40k confirmed. Ich dachte mir, ist das nicht etwas überspitzt? Also habe ich das Video fast bis zum Ende angesehen, wie ihr hier seht, bis zu dem Schockmoment. Und ihr zeigt ihr wirklich sehr viele Hinweise, die darauf schließen, dass ein Total War Warhammer 40k in Entwicklung ist. Dazu unter anderem, dass Games Workshop Mitarbeiter jetzt bei Creative Assembly arbeiten, die sich vorher um 40k und Turbo Survey gekümmert haben. Ja, das jetzt nur als Beispiel, es gibt noch mehr Hinweise. Und in Anbetracht dessen sehe ich inzwischen auch Total War Warhammer 40k als bestätigt. Es fehlt eigentlich nur noch der Trailer. Vielleicht sehen wir den Trailer beim Warhammer Skull Showcase nächstes Jahr. Ja, das wäre eigentlich so der. Also, das wäre die perfekte Promotion für ein Total War Warhammer 40k. Oder vielleicht sehen wir noch auf irgendeinem anderen Event. Ich kann dazu nur sagen, ich würde mich über einen Total War Warhammer 40k freuen. Und woraufhin hier Creative Assembly auch arbeitet, ist eine neue Spielengine. Unter anderem auch an einem Total War World War 1. Ja, also man möchte dann anscheinend, so sieht es zumindest danach aus, eine neue Engine entwickeln für Total War Erster Weltkrieg. Und daraus möchte man dann natürlich weitere Spiele machen. Ja, so zumindest hier in diesem Video die Hinweise, die er hier gezeigt hat. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar ein großer Patch ist erschienen für Rook Trader. Ich habe jetzt hier mal die Höhepunkte auf Deutsch übersetzt. Und zwar, der Host teilt seine DLCs jetzt automatisch mit den Clients. Sie benötigen zum Spielen keinen genauen passenden Satz DLC mehr. Ja, das heißt, der Host braucht die DLCs, aber nicht die Mitspieler. Dann der schwarze Bildschirm nach der Zwischensequenz in Kapitel 5 wurde behoben. Das Talent, die Initiative ergreifen des Offiziers, funktioniert jetzt korrekt und verursacht keine Endlosschleifen mehr. Das nächste ist ein Bug, den hatte ich live im Stream. Das Verschwinden von Texten in Dialogen und Beschreibungen, die durch das Zurücksetzen der Schriftgrößenoption auf 0 verursacht wurde, wurden behoben. Ja, das hatte ich live im Stream. Ich konnte es aber fixen, indem ich die Schriftgröße selber wieder auf 8 gestellt hatte. Ja, also falls ihr diesen Bug habt, immer noch, der jetzt ja eigentlich eher behoben werden soll, aber falls ihr ihn mal irgendwie wieder habt, macht die Schriftgröße auf 8, dann ist es gefixt. Dann das nächste, das Zurücksetzen der Kameradrehung und der Kamerabewegungsgeschwindigkeit wurde auf 0 korrigiert. Möglicherweise müssen Sie nach dem Patch einmal auf den bevorzugten Wert zurücksetzen. Untertitel in Interchapter-Videos werden jetzt korrekt angezeigt. Gemäß Ihren Wünschen wird das Fehlerberichtssymbol nicht mehr ständig auf dem Bildschirm sichtbar sein. Das ist auch wunderbar. Dann großes Update für die chinesische Übersetzung. Und das Verhalten von Feinden, die im Kampf vor dem Charakter davonliefen, wurde behoben, was dazu führen konnte, dass der Kampf stecken blieb. Hatte ich übrigens auch das letzte Mal zweimal. Und Cassias Gesichtsmutation behoben. Was es damit allerdings auf sich hat, das weiß ich nicht, klingt allerdings sehr lustig. Dann gibt es hier in den Patch Notes noch einige Sachen, die sind ja, geschwärzt. Also das ist halt eine Spoilerwarnung. Möchte ich euch daher jetzt nicht zeigen. Das sind so Sachen, die betreffen die Gefährten, die man bekommen kann. Also da steht zum Beispiel was von Heinrich von Kellogg's oder von Cassia. Stehen da irgendwelche Dialoge, dass da gefixt worden sind. Ja, und ja, deswegen haben sie die halt mit einem Spoiler markiert. So, und zu guter Letzt, Warhammer 40k Darktide ist das dritte Free-LC-Level erschienen. Darum geht es um die Zwillinge, also beziehungsweise um die Karnak-Zwillinge. Die sollen dort dann endlich auf die
Spieler treffen, ja, also die verschwinden dann am Ende nicht mehr und man muss sich denen dann entgegenstellen. Ich hingegen finde diese ganze Früh-LC-Serie sehr gut für Warhammer 40k Darktide. Ich habe das alles auch gestreamt und selber gespielt und ja, war schon knackig. Und ich muss sagen, so als kostenlos diese ganzen Level und Veteranen-Update und so weiter, also das war schon alles nicht ohne. Und Warhammer 40k Darktide wird seitdem auch wieder sehr, sehr viel gespielt. Habe ich gemerkt jetzt in den Twitch-Statistiken zumindest. Ja, bei den Steam-Statistiken habe ich nicht reingeschaut, aber bei Twitch habe ich gesehen, das wird vermehrt auch wieder gestreamt. Gut, damit wären wir am Ende. Ich bedanke mich wohl fürs Zuschauen. Hinterlasst auch gerne einen Kommentar. Und lasst den Like-Button nach oben knallt. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.